Wenn in der Stadt der vielen Wunden sich Schwert und Glaube eingefunden, doch von der eisenführend Hand der leuen Blick sich abgewandt, wenn Gold und Macht im Widerstreit mit Brauch und Sitte alter Zeit und Gewirrlinge stehen vor dem Tor, liegt Unheil über Arivor. Hallo, ihr Gwirlinge! Nein, das hier ist keine U-Bahn-Haltestelle, sondern das ist ein Gang unter dem eingestürzten Theater von Arivor, in den sich die Helden und weitere Überlebende flüchten konnten. Ihnen geht's nicht gut und sie haben einiges an wertvoller Ausrüstung an den hungrigen Schlund verloren, den sie in der letzten Episode überquert haben und verschnaufen nun, haben noch zwei Laternen als Lichtquellen und eine Treppe, die nach oben führt. Aber Dartan hat schon ausgekundschaftet, dass die Treppe weiter oben verschüttet ist, wohl auch durch den Einsturz des Theaters. Es scheint sich aber alles beräumen zu lassen und das wird dann wohl die nächste große Aufgabe sein, an die wir herangehen müssen. Aber vorher kommt vielleicht noch die ein oder andere Kleinigkeit und mehr habe ich gar nicht zu erzählen, Moschen. Ja, das hast du abermals gut zusammengefasst und ja, richtig, also ihr seid da jetzt alle angekommen. Ein paar der Adligen haben sich hingesetzt, ein bisschen ausgeruht. Khajiit hat sich wieder in eine Art Meditation begeben. Die Dottore hast du nach hinten geschickt, um ja, sich diese Steine eben anzugucken. Als sie hintergegangen ist, hatte sie noch Licht. Also ja, die kommt schon wieder, wenn sie keins mehr hat. Genau, die wird demnächst wieder zurückkommen, weil sie eben kein Licht mehr hat. Mhm. Jetzt ist eben die Frage an euch, was tut ihr? Ihr seid jetzt hier angekommen. Es geht nach oben weiter. Ich kann dir ganz genau sagen, was Dartan tut. Na dann schieß mal los. Dartan geht zu seinem Rucksack. Er hat ja noch einen. Entschuldigung, aber. Und sucht dort. Und ich hoffe, ich habe so etwas überhaupt. Ich glaube, ich habe einen kleinen Stoffbeutel oder dergleichen. Tuchbeutel würde es. Tuchbeutel heißt das. Ich meine, ich hätte mir mal einen genommen. Wenn ich der allerdings nicht haben sollte, dann nehme ich stattdessen meine Umhängetasche, wo die Werkzeuge drin sind. Und da muss noch ein bisschen Platz drin sein. Ansonsten lege ich halt mal kurz irgendwelche Werkzeuge raus, egal welche. Also habe auf jeden Fall ein Behältnis bei mir. So. Und damit ginge ich dann zur Dottora, dort, wo ich sie abgeladen habe letztlich. Mhm. Ja, so. Die ganze Kletteraktion hat auch ein bisschen gedauert. Das heißt, so im Halbdunkeln triffst du auch auf die Dottora, die gerade wieder zurückkommt. Mhm. Mit der erloschenen Fackel in der Hand, was du so in dem Schemen noch sehen kannst. Weil hinter dir sind ja die Lampen oder die zwei Laternen, die ihr hier habt. Die geben ein bisschen Licht und ja. Dann sage ich ihr, noch bevor sie die anderen erreichen kann, und ich sage es auch nicht so laut, dass man es durch die ganze Höhle hört, sondern idealerweise so, dass nur sie es hört. Dottora Mycini, einen Moment. Sie guckt dich erwartungsvoll an. Wir brauchen euren letzten Heiltrank. Ja, natürlich. Sie kramt kurz etwas umher und reicht ihn dir. Der wird verstaut in der Tasche, die ich dabei mir habe. Und dann habt ihr da hinten etwas gefunden an diesem Brunnen? Ja, es ist sehr interessant. Also dieses Bauwerk ist alt. Es ist sehr alt. Es müssen die Anfangszeiten vom Bau von Arivor gewesen sein. Wie lange ist der her? Der ist schon mehrere hundert Jahre her. Mhm. Wenn nicht sogar fast 1000. Es ist erstaunlich, dass es in einem so guten Zustand sich hier noch alles befindet. Also wenn wir hier rauskommen, muss ich auf jeden Fall eine Expedition zusammenstellen und mehr Nachforschungen hier anstellen. Mhm. Stammt das noch aus bosporanischer Zeit? Ja, das ist sehr gut möglich. Ich gehe davon aus, dass es aus dieser Zeit stammt. Mhm. Data nickt bedächtig und ja, würde ihr dann auch den Weg frei machen, also mit ihr gemeinsam gemächlichen Schrittes wieder zurücklaufen zu den übrigen. Ja, bevor ihr zurücklauft, hält sich noch mal kurz an und sagt, ich habe auch diesen
Stein hier gefunden. Ihr habt mich ja darauf hingewiesen, dass es hier einen seltsamen Stein gibt. Ja, dieser etwas hellere, ja. Richtig, richtig. Es handelt sich um einen Stein tatsächlich. Mhm. Aber? Aber er gehört nicht zu dem umliegenden Gestein, was hier vorhanden ist. Das ist mir auch aufgefallen. Er ist heller als der Rest. Ja, es wächst hier auch nie. Also es entsteht hier, wächst hier. Steine wachsen nicht einfach irgendwo. Wie ist dieser Stein hierher gekommen, ist die Frage. Und was ist eure Antwort? Ich weiß es nicht. Habt ihr denn derartiges Gestein an einer anderen Stelle der Höhle gesehen? Nein, nirgends. Oder ist das Theater oben aus diesem Stein gebaut? Ebenfalls nicht der Fall. Dieses Gestein kommt hier in dieser Gegend nicht vor. Aber warum sollte jemand in diesem Brunnenraum einen Stein, der, wie ich fand, überhaupt kein Werkzeug zu sein scheint, hinwerfen, ablegen, mitbringen? Nein, es ist definitiv kein Werkzeug. Er ist nicht bearbeitet und nichts. Es sieht aus, als wenn, und sie zeigte die Unterseite so ein bisschen, er irgendwo abgebrochen ist von etwas. Ah, also etwas war im Brunnenraum, etwas Steinernes war im Brunnenraum. Dann wären ja Anzeichen für so etwas. Das ist auch nicht der Fall. Also dieser Stein gehört hier absolut nicht hin und ich bin mir auch nicht sicher, wie er hierher gekommen ist. Ich weiß nur, dass er halt absolut nicht hierhin gehört. Aber das Gestein ist doch nichts Besonderes, nichts Wertvolles, nichts Seltenes. Nein, es sei denn, man bedenkt halt das Alter und die archäologischen Funde und die Geschichten, die dahinter stecken. Aber materiell, nein. Gibt es denn in der Nähe Arivors solche Steine? Nicht, dass ich wüsste. Also kommt er sogar von weiter her? Oder anders gesagt, kennt ihr dieses Gestein? Habt ihr es denn schon mal irgendwo gesehen in euren Studien? Ist es ein Gestein aus dem Bornland? Nee, also das ist das Seltsame. Ich bin schon viel umhergereist und mir ist kein Gebirge, keine Gebirgskette bekannt, wo solche Steine vorkommen. Ich kann diesen Stein nicht zuordnen. Er lag übrigens im Brunnen, als ich ihn fand. Ich hatte ihn, glaube ich, davor fallen lassen. Weil ich habe im Brunnen nachgeschaut, ob da irgendetwas ist, ob das sicher ist, ob es stabil ist. Dabei ist er mir aufgefallen. Ich habe ihn mir kurz angeschaut, habe ihn dann vor dem Brunnen fallen lassen. Also er lag originär im Brunnen, als ich den Raum betreten hatte. Falls das was hilft. Ich habe den Raum auch noch einmal abgesucht, als ich noch das Restlicht hatte. Aber habt ihr noch andere Stücke davon gefunden? Nein, ich war auch nur ganz kurz in dem Raum. Ich wollte nur schauen, ob es hier weitergeht oder ob uns irgendeine Gefahr droht und ob der Boden stabil ist. Nicht, dass wieder jemand nach unten kracht, denn ich vermute, dass der Brunnen über dem Schacht ist, durch den wir tauchen durften. Ja, das kommt ungefähr hin. Es würde auch Sinn machen, da der Schacht, durch den wir runtergeklettert sind und dann geschwommen sind, war bearbeitet. Mhm. Es macht Sinn. Ich weiß zwar nicht, warum er dann zugemauert wurde. Vielleicht wollte man... Ja, hat diese Siedlung, diese Ruine, was immer es auch war, aufgegeben. Vielleicht wusste jemand von den Käfern, vielleicht hausen die da unten schon sehr lange, und jemand wollte vermeiden, dass sie den Brunnenschacht dazu nutzen, sich weiter oben anzusiedeln. Dann wäre es sinniger, die Treppe zu zerstören und nicht den Brunnen zuzumauern. Die Treppe ist zerstört. Ja, ich meine aber, das, also, es wäre, und, also... Mir lässt dieser Stein keine Ruhe. Wenn ihr noch mehr dieser Steine finden solltet hier in dieser Höhle, sagt mir auf jeden Fall Bescheid. Dann würde ich mir den nochmal angucken, weil ich nicht mehr genau weiß, wie der aussah. Also Dartan würde ich nochmal anschauen, versuchen sich den zu merken, und falls er mal wieder sich umschaut irgendwo und ihm würde so ein Material begegnen, dann... Mhm. Ja. Okay. Und unter diesen Worten würde ich sie halt wieder zurück begleiten zum Rest der Gruppe, und bevor du jetzt gleich zu den anderen gehst, ich täte mir als nächstes Dayun schnappen und mit ihm etwas bereden wollen. Aber das kannst du gerne nach den anderen jetzt ausspielen. Ja gut, also ihr geht einfach wieder zurück. Genau. Und was machen die anderen in der Zeit? Gut, Khajiit überspringe ich jetzt einfach mal, weil du hast dich zum Meditieren hingesetzt. Genau. Ja. Gut, was machen die anderen? Nimru, Rezan, Saladir. Nimru ruht sich weiter von der Kletterpartie aus und lässt sich, wenn Rezan noch weitermacht, weiter massieren. Jo, Rezan hat ja damit angefangen, also wir hatten ja gesagt, dass er nun mal grundsätzlich etwas kennt. Eine Methode, mit der man halt
so überstrapazierte Muskeln wieder entspannen und revitalisieren kann. Mhm. Und das dauert halt nur und da ist er jetzt bei. Okay. Sie würde ihm dabei erzählen, dass die Hände auch etwas angekratzt sind. Na, die hatten wir ja schon verbunden. Ja, die, stimmt, die hatten wir ja schon verbunden. Mhm. Genau. Ja. Okay, Saladier, was machst du? Du siehst das eben alles, also die Adligen haben sich hingesetzt, ja, die Daltons haben sich wieder zu so einem kleinen Grüppchen zusammengefunden, sitzen halt bei ihrem bewusstlosen Kameraden, beobachten immer noch alles. Auch deine Gefährten massieren sich gegenseitig oder sind weggelaufen, weg aus der Höhle. Khajiit sitzt da und meditiert wieder. Ja, also da Saladier ja jetzt erst rübergekommen ist und dass hier alles zum ersten Mal sieht, staunt er natürlich erstmal und fragt sich eigentlich, was ist das hier? Und da seine Gefährten, also die Adligen erstmal ja wo keine Antwort darauf geben können, würde er ja Dartan in die Richtung folgen, in die der verschwunden ist und sich halt staunend weiter umgucken. Mhm. ja, also Richtung Dartan, Dotora im Prinzip und ja, einfach gucken, ob ihm was auffällt, außer den, ja, zu der Treppe, die ja nach oben zugemauert ist, wo sich ja offensichtlich gleich jemand drum kümmern wird. Ja, nur, dass es halt ein sehr altes Gemäuer ist. Hier und dort sind halt alte Spinnenweben, also nur von so normalen Spinnen, also diese keine Riesenspinnennetze jetzt, sondern einfach diese ganz normalen kleinen Spinnenweben. Es tropft etwas in der Höhle. Sie scheint sehr alt zu sein. Die Wände sind teils die mit Furchen so mit Moos bewachsen und so. Also, ja, es ist auf jeden Fall sehr alt, aber auch ein bisschen feucht hier unten. Mhm. Und ja, du läufst eben ja, weiter den Gang lang und siehst halt, wie Dartan gerade mit der Dotora sich unterhält. Wenn du lauschen willst, kannst du einmal auf Sinnesschärfe Gehör würfeln. Erschwert um 1. Wenn du nicht lauschen willst, dann ist okay. Warte, Sinnesschärfe Gehör. Es läuft ja wieder gut. Nee, also die anderen Adligen und sowas unterhalten sich auch leise vor sich hin und sowas und du verstehst nicht, was sie sagen. Also, ja, also sie gestikulieren jetzt auch nicht irgendwie wild oder sowas. Also es scheint nichts Ernstes zu sein und ja, sie haben sich über irgendwas unterhalten und ja, gehst weiter auf sie zu und ja, dauert nicht lange, da kommen die zwei dir auch entgegen. Mhm, das ist jetzt noch bevor ihr bei Stajun seid. Ja, dann würde ich noch mal einfach mich da kurz anschließen, so, was ist das hier? Einfach so verwundert, neugierig, so, weil ich hab das ja, sag mal, durch das, die anderen ja mehr Zeit hatten, sich das anzugucken, als Saladier, das ist ja eine legitime Frage. Ja. Also wenn du die Frage stellst und Dartan ist in Hörweite, dann... sie ist ja auf euch zugegangen, also ja. Wie gesagt, jetzt tritt sozusagen. Also die Frage ist, ob die Dotora jetzt anfängt zu referieren, wahrscheinlich schon. Und ich habe Licht mitgebracht, weil ich habe an meinem Gürtel hängt ja noch die letzte Laterne, die ja von drüben war. Mhm. Ah ja, cool. Ja, also wenn ich nehme an, die Dotora jetzt da das Wort ergreift und das Gesalat hier... Du kannst auch gerne zuerst antworten, das ist deine Gefährtin. Nö, also wenn die Dotora jetzt, dann würde ich jetzt Saladi an der Dotora hängen lassen, weil ich will ja eigentlich zu Stajun. Genau, okay, gut, dann ja, erklärt sie dir eben, hier ist es eben ein altes Gemäuer, scheint eine Ruine zu sein, sehr, sehr alt schon. Von dem Stein erzählt sie nichts. Aber den hat sie dabei, oder? Der hat sie genau, eingesteckt. Den hat sie dabei. Hat sie den sichtbar dabei oder hat sie den in ihrer Tasche getan? Den hat sie in der Tasche. Wie groß war der nochmal? Wie so eine Faust oder zwei Fäuste oder wie? So vom Handballen bis zur Fingerspitze ungefähr. Also Handball so, bis Fingerspitze. Das ist 20 Zentimeter. Also groß wie ein Handball vielleicht. Oder ein bisschen kleiner. Ja, doch, vom Durchmesser her wie ein Handball, ja, kommt hin. Aber ist dann halt doch schon recht schwer, dann so ein Drum. Na ja, gut. Hm? Ja, nun, erzählt, willst du irgendwas Spezielles wissen, oder? Ja, ich würde nochmal fragen, ob es da hinten noch weitergeht, also aus der Richtung, aus der sie gerade kamen, oder? Erklärt sie dir, dass das das obere Ende von dem Brunnenschacht ist, durch den ihr halt runtergeklettert und durchgeschwommen seid, dass der aber eben komplett zugemauert ist und dort geht es leider nicht weiter. Ach, nun gut, dann werden wir uns was anderes überlegen müssen. Okay, währenddessen ist Dartan bei Stajun. Der sitzt am Rand und ruht sich etwas aus. Ja, kurze Frage, bevor Dartan sich endgültig von der Dotora löst, wollte ich fragen, ob ich Gewirr noch etwas zuflüstern darf, was Dartan vermutlich wüsste und ich mir nur nicht ganz sicher bin, ob
Gewirr sich nicht erinnert oder Gewirr sich entschieden hat, dass Dartan es nicht erzählen würde oder nicht ansprechen würde. Du kannst mich ja einen Klugheitswurf würfeln lassen, ob Dartan es nicht vergessen hat. Er ist kein Gedächtniskünstler. Das ist ja nun mal das, was Moschen beschließt, ob du einen Wurf machen müsstest, ob ich überhaupt eingreifen darf oder nicht. Da ich jetzt gerade nicht wüsste, um was es geht, kann er Klugheitswurf machen. Ja, dann mache ich mal einen. So, auch, hat er auch geschafft. Mann, bin ich schlau. Okay, was kommt bei den Sinn? Das, also zumindest die Totora hat ja für mich erkennbar nicht gesagt, dass dieser Stein so alt ist wie die Gemäuer hier. Das heißt, Dartan dürfte dann ja die Idee kommen, dass er die Pfeile gefunden hat, die ja offensichtlich schon älter sind als wir, die wir, also diese Pfeile sind jetzt nicht aus den letzten 48 Stunden oder so, aber sie sind ja, wie wir erörtert haben, vermutlich nicht so alt wie die Gemäuer hier. Das heißt, es war ja schon mal jemand hier und diese Person oder diese Personen oder dieses Wesen oder was auch immer, ja, richtig, könnte dann auch diesen Stein mitgebracht haben. Das ist ein guter Punkt, da hätte ich jetzt als Spieler tatsächlich nicht dran gedacht, aber dadurch, dass jetzt sowieso Saladier bei der Dotora steht und Dartan sowieso keinen dieser Pfeile mehr hat, aber vermutet, dass Saladier noch einen hat, würde Dartan, da sich Saladier und die Totora sich sowieso unterhalten und er sich davon jetzt lösen möchte, dann euch beiden noch sagen, also der Totora und Saladier, Saladier, zeigt der Totora doch mal einen von den Pfeilen, die ich da gefunden hatte, die nicht die euren waren. Vielleicht steht das in irgendeinem Zusammenhang. Ja, kann ich machen. Denn, ja. Daraufhin zieht Saladier etwas irritiert, aber sich mal einen der Pfeile, also im Prinzip sogar zwei raus, weil er sich die ja auch näher angucken wollte. Und wird einen davon an die Totora reichen. Hier, die hat Dartan gefunden. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Bukuda hat ihn ein bisschen, geht ein bisschen näher an deine Lampe ran. Interessant. Das ist... Also, ähnliche, ja. Also, die werden auch in den Städten verkauft. Also, nur ist... Sind auf jeden Fall ziemlich mächtig. Wir haben mit ihnen auf die Käfer geschossen. Und das war nach meinem Urteil keine normale Reaktion auf einen Pfeilschuss, den die Käfer gezeigt haben. Ja, also diese Pfeile sind auch schon älter, aber ich verstehe mich auf Steine sehr gut, ja, aber auf, also ich kann nur sagen, dass die Befiederung wirklich sehr gut ist, also es scheinen teure Pfeile zu sein und gut gearbeitet, also sie biegt den so ein bisschen, ist auch sehr stabil, aber mein Fachgebiet sind leider die Steine, die Geografie, die... Kein Problem, hätte ja sein können, dass ihr etwas damit anfangen könnt. Das Einzige, was ich sagen kann, dieses Geschwärzte wird oft von nun ja etwas zwielichtigeren Gestalten benutzt. Sie fallen halt einfach im Dunkeln nicht sonderlich auf. Das ist das Einzige, was ich euch sagen kann. Sie sind zumindest nicht von uns. Dartan hat sie unten gefunden in der Höhle, in der wir gegen die Käfer gekämpft haben. Mehr weiß ich auch nicht. Vielleicht solltet ihr sie einmal magisch untersuchen lassen. Vielleicht gibt das mehr Aufschluss. Ich kann, wie gesagt, nur sagen, sie sind älter und gut gearbeitet. Aber da endet leider mein Wissen auch schon. Okay, gut. Dann würde er zumindest mal den von der Detora wieder wegstecken und sich auch nochmal seinen im Prinzip im Licht näher angucken und sich irgendwo halbwegs gemütlich machen. Kann ich noch irgendwas rausfinden über die Pfeile? Mach mal eine Holzbearbeitungsprobe. Ich hatte befürchtet, dass du sowas sagst. Komm, besser als 13, 19, 19. Komm, Buffy, das schaffst du. Vermutlich 10 daneben oder mehr. Rüstungs-BE rausrechnen? Ja. Das läuft ja wieder gut. Ey, du hast gesagt, es wird besser wie 19, 13, 19. Also. Zwei Würfel sind gut. Dann würfeln wir mit dem W20.
herrlich. Wenn wir jetzt nochmal eine 20, dann brichst du alle kaputt, die du noch hast. Ich hab nur noch eine in der Hand. Buffy! Ja, und ja, genau, du untersuchst ihn halt eben auch und biegst ihn auch so ein bisschen wie die Dottora und ja, es macht auf einmal Knack und du hast ihn durchgebrochen. Kannst dir einen Pfeil abstreichen. Dottora, du hast mich angelogen, die sind gar nicht so widerstandsfähig. Ja, super. Das lief gut. Jetzt kannst du auch, die Spitze untersuchen. Ja, also, Buffy, jetzt kannst du auch die Spitze untersuchen. Woraus mhm. die ist, kannst die Farbe abkratzen oder so. Wir haben einen Gordon verloren. Nö, der kommt gleich wieder. Der kommt bestimmt gleich wieder. Der kommt wieder, wenn er Hunger hat, okay. Der meditiert. Gut, ja, also, ja, du konntest leider nichts weiter rausfinden und hast einen Fall weniger. Das und ja, Dartan, du kommst bei Stayun an. Mhm. Wie gesagt, der sitzt auf dem Boden und ja. Ja, entspannt sich dort scheinbar ein bisschen. Genau. Ich schaue ihn, ob, ja. Freundlich an, wie das halt bei Dartan so aussieht, wenn Dartan freundlich guckt, und sage, Stayun, auf ein Wort, und deute in den in die Dunkelheit. Ja, in die Dunkelheit natürlich. Also da sind wir in der Gasse verschwinden. Davon träumt ihr. Nein, ist was anderes, aber kommt mal mit. Es wird euch freuen. Setzt doch einfach. Was? Ich habe meine Gründe. Ihr werdet gleich wissen, warum. Ich halte ihm auch die Hand in Versuch, um ihn mit hochzuziehen, wenn er das möchte. Gut, dann mach mal einen Kraftakt, bitte. Weil den nimmt er an. Jetzt muss man gucken, ja. Ob er es runterzieht oder ob du es wirklich schaffst, ihn hochzuziehen. Gucken wir mal. Ich will ja auch ein bisschen beeindrucken, minimal. Ja, der ist nur ein bisschen schwerer und, na gut. Ah ja, okay. Ja, ich bin auch noch irgendwo schon mal gesehen. Oh ja, schön, dass du dich in diese Reihe einreißt. 10. Ja, also gut, du reißt ihm die Hand, er greift danach und ja, zieht, weil er denkt, ja, du ziehst ihn schon hoch. Und ja, ich tue es ja auch. Ja, nur dass du dann auf einmal fast auf seinem Schoß sitzt. Das war nicht die Absicht. Und auch. Er guckt dich an. Dunkle Gasse. Ja, aber, und er guckt dich an und sagt, also wenn ihr sowas wollt, dann doch lieber in der Gasse. Da hinten, wo es dunkel ist. Nein, komm doch mal mit. Da nimmt das jetzt, nimmt das lustig. Gut, ja, ich schaff's alleine aufzustehen, danke. Okay, gut. Er rappelt sich dann alleine hoch und... Dann würde ich mal voranpirschen. Mhm. Irgendwo hier halt, wo es dann toll, wo man noch halbwegs was sieht, also minimal was sieht, aber hört auch jetzt, nicht mehr unbedingt gesehen wird. Hört so. Er jetzt im Vorbeigehen einmal einen Knack. Ja, das war recht leise, dass der Pfeil da gebrochen ist, aber ja, okay. Herausragenden Sinn Gehör. So. Wenn ich nicht wieder. Vielleicht kann man die, machen wir die Fackeln aus. Warte mal, wir hatten jetzt gerade die Fackeln. Die eine hat Saladir und die andere steht doch immer am Eingang. Ich glaube, die andere steht da das irgendwo. Das sind Laternen. Bei anderen. Ja. Ja, meine ich ja. Ja. Dann mache ich das nämlich mal so, dann mache ich mal nämlich die anderen aus. Genau. Okay, ihr seid jetzt da hinten. Ja. Dann sage ich ihm, also ich spreche so, also wenn man uns jetzt belauschen will, dann wird man das nicht verhindern können. Aber ich spreche so, dass klar ist, dass ich erstmal mich nur an ihn richte. Mhm. Und sage, Stayun, ich habe euch da unten beim Kampf gesehen und ich muss euch sagen, ohne euch hätten wir das nicht geschafft. Euer Sturmangriff auf diesen ersten Käfer und dann euer Kampf gegen den Dicken, das war schon rekordverdächtig. Also Hut ab und Respekt. Ah, ich kann kämpfen. Und jetzt? Na, genau. Und auch wie er da hier so das mit dem Klettern und dem Gepäck, also das hat zwar nicht geklappt, aber das ich habe ja gesehen, dass das Seil gerissen ist. Ihr hättet das ganze Gepäck mit rüber gewuchtet und das, wo ihr doch schon ziemlich angeschlagen seid, also sagen wir mal ein bisschen was eingesteckt habt, sagen wir mal lieber so. Ein wahrer Mann hat immer volle Kraft und ich muss ja auch ein bisschen zeigen, ja. Muckis spielen. Ja, das stimmt. Das sehe ich ein. Wir müssen auf alle Fälle, wenn wir wieder oben sind, mal einen trinken gehen. Darauf lade ich euch jetzt schon ein, auf meine Kosten. Das nehme ich sehr gerne an. Mhm. Aber pass auf, ich trinke viel. Ja, das ist in Ordnung angesichts der Leistung, die ich beobachten konnte. Aber anderes Thema. Ja. Ich habe euch ja erzählt, da diese Steine, die uns den Weg versperren, die werden wir wegmachen müssen. Aber, das wird da dann noch ein bisschen leiser. Ich glaube, es kann nicht schaden, wenn ihr und ich uns noch ein bisschen stärken. Deswegen habe ich uns hier einen kleinen Heiltrank organisiert. Wie wäre es, wenn wir auf die bisherigen Heldentaten anstoßen? Ich einen Schluck, ihr den Rest. Und gucke, wie er reagiert. Mir egal, wenn ihr wollt, dann
Wohl. Dann würde Dartan das genauso machen. Den Heiltrank nehmen, also ein Viertel Dartan, drei Viertel Stegio und so ungefähr, würde ich mal denken. Es sei denn, du sagst mir, das ist ein halber Liter. Ich weiß nicht, wie viel das von der Menge her ist. Ich habe da keine. Das sind so kleine Ampullen auch nur. Also normalerweise ist dafür gedacht, dass ein Heiltrank immer nur für eine Person ist. Ich weiß, ist mir klar. Wenn du dann nur so einen Schluck von nimmst, dann wirst du halt nur ein, zwei Lebenspunkte regenerieren. Das ist richtig, ja. Also ich hätte jetzt eine Aufteilung 1:3, also 25%, 75%, so hätte ich jetzt gedacht. Es sind normalerweise so drei große Schlucke quasi. Mhm. Also maximal. Dann würde da dann so ein bisschen dran nippen, so ein bisschen, ja. Dann würfel mal mit einem B6, bitte. Daumen drücken. Das ist jetzt die Gesamtheilung sozusagen. Boah, 4 ist okay. 6, genau, dann kannst du dir einen Lebenspunkt gut schreiben. Und der Junge bekommt den Rest. Wie viel ist der Rest? Sagst 5. du uns das? 5. Oh ja, immerhin. Also 6 hat er insgesamt geheilt. Ja. Das ist doch irgendwie, es ist okay. Es ist nicht schön, aber es ist okay. Oh. Gut. Ja, dann klopfe ich ihm so seitlich auf die Schulter und ich nehme die leere Fiole wieder an mich. Leere Flasche. Zählt aber nicht zum Getränk einladen, ne? Das. Nee. Das war nur, falls da mal ein Brocken dabei ist, der wirklich richtig feststeckt. Ja? Und sage ich ihm und klopfe ihm im Vorbeigehen nochmal so freundschaftlich gegen die Schulter. Wir haben so eine Faust. Und, ja, er macht das nach und stolpert einen Schritt zurück, aber sonst. Okay, gut. Und dann im Vorbeigehen sage ich zu ihm, ich schaue mir jetzt mal diesen Absturz da oben an, diese Verschüttung und überlege mal, wie wir das wegkriegen können und melde mich an. Da oben ist relativ eng. Ich glaube, Steine packen, wegreißen. Ja, die können aber, schon, aber ich meine, ihr habt gut reden, ihr habt einen Helm auf, da kann auch ein Stein nachrutschen und wenn man dann einen Helm hat, kein Problem. Wenn man keinen Helm hat, wie ich, Ja, dann stell dich nicht unter deinen Stein, also. Dartan lacht und sagt, ja, ich werde eure Worte beherzigen. Gut, ja, wie gesagt, ich plante mich da wieder hin, wenn ihr Hilfe braucht, ruft einfach. Machen wir, genau. Ja, und dann würde ich mir mal, wenn sie wieder kann, die Dotora schnappen und auch Saladir, weil der hat ja eine Beleuchtquelle, und sagen, Saladir, Dotora, lasst uns mal nach oben schauen, wie wir jetzt weiter vorankommen. Wir brauchen Licht und wir brauchen eine fachkundige Meinung. Ja, natürlich. Dann steht Saladir wieder auf und schließt sich Dartan an. Ja, und Dartan wird die Treppe nach oben deuten und sagen, Saladir, leuchtet der Dotora den Weg? Und zur Dotora, Dotora, da oben ist alles verschüttet. Aber Vorsicht, es ist nicht stabil, aber meiner Ansicht nach könnte man es freiräumen, aber vielleicht habt ihr noch irgendwas oder seht ihr irgendwas, was ich nicht sehe. Ich würde jetzt von unten versuchen, Geröll wegzuräumen oder wegräumen zu lassen. Vielleicht die Brechstange anzusetzen und dann könnten wir einige dieser Trümmer nach unten rollen lassen. Hier dann im Gang irgendwie wegrollen, zur Not in den Schacht, in den Schlund rollen und irgendwann kommen wir nach oben weiter. Das wäre mein Plan. Aber wie gesagt, vielleicht seht ihr mehr. Okay, dann schauen wir mal. Ich muss mal mit der Tutora einmal Steinbearbeitung würfeln. Was soll ich das auch machen, wenn Saladir einen Blick drauf wirft? Aber ich glaube, das wird noch schlechter, das Holz bearbeiten. Ja, ihr könnt ruhig auch anmachen. Vielleicht fallen euch ja Sachen auf, die der Tor nicht auffallen. Ja, ich glaube das nicht. Also Steinbearbeitung. Ja. Steinbearbeitung. Also gut, das war zu erwarten bei mir, wobei mit den Würfen, ja. Vielleicht sollte ich den Würfel sagen, dass er auch eine untere Hälfte hat. Ja. Gut, Saladir, also du guckst dir das Ding an. Es sind Steine. Das ist das, was der Jäger von Steinen weiß. Und sie liegen im Weg. Es sind Steine, die liegen im Weg und die sind groß. Genau, damit bin ich raus an dieser Stelle. Gut, Dartan, du erkennst das Gleiche wie Saladir. Und halt, man kann mit ein bisschen brachialer Gewalt, könnte man die auf jeden Fall wegkriegen. Also, wegkriegen im Sinne von, ich kann einen der Steine nach dem anderen nach unten rollen oder fallen lassen oder ich setze etwas in Bewegung und muss dann vor der Gerölllawine nach unten flüchten. Also, wie setze ich das ein? Du weißt nur, du kriegst die Steine dort gelöst. Was dann nachrutscht, ob was nachrutscht, weißt du leider nicht. Dann würde ich genau das die Dotora fragen. Ich würde sagen, hier würde auf irgendeinen Stein deuten, der mir so scheint, als würde er dort, wenn ich ihn entferne, Dinge nachrutschen lassen. Mal sagen, Dotora, wenn ich diesen
wenn ich diesen Stein löse oder mit der Brechstange raushebele, dann kullert er nach unten, aber ich glaube auch noch einiges mehr. Was sagt ihr? Ja, sie betastet die Steine vorsichtig und ja, also dahinter geht es auf jeden Fall weiter. Das ist interessant und scheinbar auch in einen recht großen Hohlraum. Das habe ich auch gesehen. Ja, die Frage ist jetzt, wie weit sich diese Abrutsch ausgebreitet hat oben. Je nachdem, wie das Gewicht dort gelagert ist, könnten durch das Herausziehen dieser Steine die Steine nachrutschen und diesen Gang schlimmer versperren. Oder die Steine fallen durch. Also ich glaube... Also es ist nicht ungefährlich, hier jetzt Steine, gerade weil sie über uns sich befinden, wegzunehmen. Wir sollten auf jeden Fall schauen, dass maximal einer auf dieser Treppe hier ist und alle anderen in gutem Abstand davon sind, dass sie nicht zufällig erschlagen werden. Weil das kann unter Umständen eine kleine Steinlawine lostreten und das wird gefährlich. Ihr glaubt, so wie ich, dass das nicht unbedingt kontrollierbar ist. Ich meine, wir können nach bestem Wissen und Gewissen jetzt einen Stein auswählen, den man lösen kann. Und gesetzt den Fall, es würde uns auch gelingen, genau diesen Stein zu lösen, was erstmal noch zu sehen wäre. Aber was genau dann passiert in diesem chaotischen Steinhaufen, das können wir von hier aus nicht beurteilen, richtig? Nein, dafür bräuchten wir ein paar Stützbalken und Leute, die diese Steine stützen könnten. Ja, ja, das haben wir nicht. Aber genau, das haben wir hier leider nicht. Deswegen, ja, es heißt dann einfach Steine lösen und auf das Beste hoffen. Uns bleibt ja nicht viel übrig. Wir müssen ja hier weiter, nachdem es unten bei dem Brunnen oder hinter der anderen Tür nicht weitergeht, wo ihr sagtet. Die einzige Alternative wäre noch, dass man hier unten eine groß genug Druckwelle erzeugen kann, um die Steine wegzudrücken. Wie soll uns das gelingen? Nun, es gibt einige Magier, die so etwas bewerkstelligen könnten. Es gibt Alchemiker, die so etwas bewerkstelligen können. Aber ich gucke nochmal euch beide an. Glaube nicht, dass wir irgendwas in der Richtung dabei haben. Das wäre mir auch neu. Saladin schüttelt den Kopf. Nicht, dass ich wüsste. Ja, dann... Wir könnten Retzern und Khajiit fragen, ob sie derlei haben, aber... Ja. Und das würde das Risiko Chancen stehen, verringern. Nicht gut. Das würde das Risiko verringern. Und wenn sie es nicht haben, müssen wir eben mit einer Steinlawine rechnen. Ich schlage vor, dass wir natürlich, also dass wir einen Stein lösen. Wenn dann eine Lawine kommt, alle in Deckung oder vorher schon alle in Deckung. Vorher. Ja, ja, natürlich. Aber ich meine, derjenige, der den Stein löst, der muss dann in Deckung gehen. Ich nehme an, ich hoffe, dass ich Steyun dafür bald erklärt, aufgrund von Kraft und Rüstung. Die Rüstung würde etwas helfen, wenn er was auf dem Kopf bekommt und dergleichen. Aber sobald die Lawine wieder ruht, müssen wir wieder gucken, ob sich ein Durchgang gebildet hat oder ob wir das Gleiche nochmal machen müssen. So lange, bis sich irgendwann hoffentlich ein Durchgang gebildet hat. Und wenn es uns unten zu voll wird im Gang, Dartan deutet nach unten, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als die Steine in den Abgrund zu rollen, den wir zuletzt überklettert haben. Der ist groß genug, um das alles zu schlucken. Die einzige Gefahr ist, wenn ihr wirklich Sayun für diese Aufgabe auswählt, dass, wenn er hier diese Steine löst und eine Lawine löst sich, wird er von diesen Steinen begraben. Da hilft auch eine Rüstung nichts. Also wenn es wirklich ganz schlecht läuft, dann ist es sehr gefährlich. Ja, aber was sollen wir sonst machen? Also ich möchte ohne jede Rüstung das nicht machen, selbst wenn ich einen Stein lösen kann. Ich bin mir nicht sicher, dass ich flink genug wieder unten bin, um vor einer Lawine herzulaufen. Und wenn mich die Lawine erwischt, dann ist es besser, als sie hätte es der Jun erwischt. Das sagt Dartan ist genauso. Dartan, ihr guckt dich ein wenig pikiert an. Nun, klar, das eigene Leben schätzt man immer mehr, aber... Ich meinte die Rüstung natürlich. Sagt die Rüstung wird dort nicht helfen. Wenn da wirklich eine Lawine losbricht, hilft auch eine Rüstung nichts. Wer ist denn dann eurer Meinung nach am besten geeignet, hier diese Steine zu lösen? Von allen, die ihr hier unten gesehen habt. Ihr kennt doch alle. Sie mustert euch beide. Nun, jemand, der geschickt genug ist, sich nicht erfassen zu lassen. Eine schwere Rüstung behindert dort eher mehr. Also ihr müsst achten, dass ihr eben gar nicht erst erfasst werdet.
Ja, also keiner hat im Laufe dieses ganzen Unterfangens es bislang so sehr unter Beweis gestellt, dass er jeglicher Gefahr gekonnt aus dem Weg gehen kann wie Dartan. Also ein sehr geschickter Charakter. Dartan wirkt da nicht überzeugt. Nun, aber wir brauchen ja auch ein wenig Körperkraft, um die Felsen überhaupt bewegen zu können, oder irre ich mich? Nun, man kann das natürlich mit reiner Muskelkraft machen. Man könnte aber auch ein paar Hebelgesetze anwenden. Das, wenn also, man sich ein wenig damit auskennt, wäre dies auch möglich. Also ein Brecheisen kann ich beisteuern, da soll es nicht scheitern. Nun, dann versuche ich es. Wenn ihr mir zeigt, wie welche Steine ich bewegen kann, dann von natürlich, Steinen habe ich überhaupt keine Ahnung. Nein, ich zeige euch gerne, wo ihr ansetzen müsst und lasst mich nur dann vorher bitte in Sicherheit gehen, bevor ihr die ersten Steine löst. Das können wir machen. Aber zuerst sollten wir unten die anderen in Sicherheit vor einem Steinschlag bringen. Da wollte ich gerade fragen, Frau Dottora, was haltet ihr für sinnvoller? Dass wir die Gruppe unten in dem Teil des Ganges versammeln, der Richtung Abgrund ist, oder in dem Teil des Ganges versammeln, der Richtung Brunnen ist, oder uns aufteilen? Nun, aufteilen wäre eine ganz doofe Idee, für den Fall, dass nochmal irgendeine Gefahr auf uns zukommt. Platzmäßig ist es schwierig Richtung Abgrund. Mhm. Die Gefahr ist, wenn wir zu dem alten Brunnen gehen und diese Lawine uns unten den Weg versperrt, könnten wir dort festsitzen. Das ist alles gefährlich. Das meine ich. Am sichersten fürs Leib wäre zum jetzigen Zeitpunkt der Brunnenraum. Wenn wir davon verschüttet werden, wäre Richtung Abgrund es besser gewesen. Eben, weil wir Richtung Abgrund immer noch dann Geröll in den Abgrund befördern können und sukzessive nach draußen graben, solange es auch dauern mag. Richtig, das Problem ist nur, dass eben direkt unter uns nicht genug Platz ist für alle. Ja, ich gucke Salah dir an, wie er das jetzt einschätzt. Dann bliebe uns die Gruppe aufzuteilen, was im schlimmsten Fall aber auch schief geht. Ja, vielleicht können wir uns... Ja, wir hatten doch vorhin auch schon wenig Platz. Meint ihr nicht, dass wir das schaffen, uns auf der Seite des Abgrundes halbwegs zusammenzudrängen, so dass uns ein möglicher Steinschlag nicht behindert? Nein, das bezweifle ich. Dafür sind wir einfach zu viele. Wir müssten ja auch noch arbeiten können dort. Also, was nützt es uns, wenn wir einen wildschweingroßen Brocken dann bewegen müssen und den über diverse Füße rollen? Nun, wie wäre es dann, die Verletzten im Brunnenraum unterzubringen und so gut wie möglich auszustatten, vielleicht mit Retzern zusammen, der sich um sie kümmern kann und die helfen können, den Schutt beiseite zu räumen oder diese dann freizugraben auf die andere Seite? Ich gucke wieder die Dottora an, wie sie das einschätzt, diese Idee. Nun ja, also direkt unter uns passen vielleicht 4 Leute hin. Wenn sie sich eng aneinander kuscheln, 5, aber dann wird es auch schon gefährlich. Wenn hier wirklich ein Stein runterfällt und die Treppe nicht trifft, sondern an der Treppe vorbeifällt, dann erschlägt sie sehr leicht jemanden. Gut, aber wir sollten zumindest die Bewusstlosen in den Raum nach hinten schaffen, damit diese in Sicherheit sind. Beim Rest können wir ja entscheiden, wer kräftig genug ist, um mit anzupacken oder uns freizugraben. Nun, hier oben anpacken sollte nur einer. Das Problem ist, Saladir, wir haben nur 2 Lichtquellen. Wenn wir davon ausgehen, dass diese bettlägerigen Adligen unbedingt eine Laterne hinten in ihrem Brunnenraum haben wollen, und derjenige, der hier tätig wird, auch unbedingt eine Lichtquelle haben muss, dann wären die sich Richtung Abgrund aufhalten, komplett im Dunkeln. Nach einem Einsturz umso mehr, das geht nicht. Aber das Problem der Lichtquellen können wir wahrscheinlich genauso wenig lösen wie das der Stützbalken oder anderer Dinge. Wie viele, also nur mal auf Outgame-Ebene gefragt, damit wir es uns alle nochmal in Erinnerung rufen, wie viele nicht, wie Quirr es ausdrückt, bettlägerige Adlige haben wir nochmal? Nicht bettlägerige habt ihr, wenn man die Daltons dazu zählt, 3 oder 4, glaube ich. Maximal. Nee, mehr.
Also ist der Jun, würde ich da erstmal jetzt nicht reinrechnen. Den würde ich jetzt mal extra nehmen. Ich habe 6 Stück plus dann noch Yoko, Dotora, also die mit Namen. Ja, das heißt also, wenn sich Dartan das in Erinnerung ruft, dürfte ihm klar sein, dass wenn irgendwelche Leute hinten in den Brunnenraum geschafft werden, es nicht nur darum geht, dass die Bewusstlosen ein Nachtlicht haben, sondern dass dort auch einige bei Bewusstsein dabei sein werden. Richtig. Aber aus dem Grund sagt Dartan ja, wenn dort hinten eine der Laternen sein muss, auch um sie außer Reichweite eines Steinschlags zu bringen, weil der kann eine Laterne auch ganz schnell mal kaputt machen. Ja, wir wissen genau, ich weiß genau, was mit meiner Laterne passiert ist beim Absturz. Und der hier arbeitet, eine Laterne haben muss oder jemanden, der ihn von unten leuchtet irgendwie zumindest, dann geht es gar nicht. Dann können wir jemanden Richtung Abgrund postieren auf die Gefahr hin, dass der dann durch eine Gerölllawine abgetrennt wird vom Rest der Gruppe und in völliger Finsternis sitzt. Dann in völliger Finsternis kann er auch nichts wegräumen und in den Abgrund werfen. Das geht nicht. Wir müssen uns alle Richtung Brunnenraum versammeln. Ja, und hoffen, dass die Felslawine, sollte sich einen lösen, uns nicht einsperrt. Im schlimmstmöglichen Fall, und schade, dass mein Hammer verloren ging, müssen wir eben den Brunnen wieder aufmachen, sodass wir etwas in den Schacht werfen können, wenn wir unbedingt irgendwo ein Loch brauchen und dass wir in das wir Steine rollen können. Gut, das wäre durchaus eine logische Betrachtungsweise. Ja, ansonsten können wir nur versuchen, Fackeln zu improvisieren. Ja, das Problem ist, ich habe zwar noch einen Meißel und ein Brecheisen, aber keinen Hammer mehr. Das heißt, das Einzige, womit man den Brunnen wieder öffnen könnte, wäre das Brecheisen. Aber das würde ich gerne demjenigen geben, der hier oben tätig wird. Und wenn er es, Ingrim möge es behüten, hier verliert, dann ist auch das erstmal weg. Dann habe ich es schwer, den Brunnen aufzumachen. Ja, das ist richtig. Aber dann sollten wir tatsächlich sehen, dass wir alle in den Brunnenraum bringen, bevor wir hier anfangen. Darf ich guck noch mal zur Dotora, ob sie noch dem noch was hinzuzufügen hat? Na, sie überlegt noch mal ein bisschen und es scheint die größte Erfolgschance zu sein, dass wirklich alle in den Brunnenraum zu gehen und nur einer hier oben mit der Fackel arbeitet. Mit der Laterne. Genau. Ja. Gut, dann würde Dartan wieder nach unten gehen, dass auch ihr dann ihm folgen könnt, weil da oben wird er bestimmt erstmal nicht bleiben für den Augenblick. Ja, und dann würde das unten verkündet. Ja, okay. Saladin wird ebenfalls mit runtergehen. Das können ja die Leute erstmal da oben stehen lassen jetzt. Weil ja. Gut. Ja, machst du das 1:1 oder willst du irgendwas weglassen, doch da hinzudichten? Ansonsten würden sich dann alle... Also Dartan würde mal ein, zwei Mal die Hände klatschen. Er hat ja noch Handschuhe an, das ist ja dann so gedämpft laut. So er dann alle Aufmerksamkeit hat, würde er sagen, wir haben beratschlagt, wie es nach oben weitergehen soll. Dort oben ist der Gang durch Geröll verschüttet. Aber man kann schon den nächsten Hohlraum dahinter erkennen. Wir werden, da wir keine andere Möglichkeit sehen, das Geröll, das die Treppe versperrt, lösen und dadurch einen kleinen Geröllrutsch auslösen und hoffen, dass uns der dann schon den Weg nach oben freiräumt. Das heißt aber auch, dass hier unten am Fuß der Treppe niemand sein darf, vor allen Dingen niemand, der nicht bei Bewusstsein ist. Dartan deutet auf die da rumliegen, also die Bewusstlosen, oder die sich nicht rühren können. Und deswegen haben wir uns beratschlagt und sind der Meinung, es wäre das am besten, dass sich alle zu diesem Ende des Ganges zurückziehen. Dartan deutet in die Dunkelheit und fährt fort. Dort hinten endet der Gang in einem kleinen Raum, in dem früher einmal ein Brunnen war. Das kann man noch erkennen. Ich habe den Raum schon geprüft und auch die Dotora und wir halten den Raum für sicher und stabil und er ist so weit weg von einem möglichen runterrollenden Stein, wie er nur sein kann. So, das lässt er dann mal wirken und wenn dann nichts irgendwie aufbrandet an Fragen und Protesten, dann würde er dann bitten. Ich darf die Überlebenden bitten, ihre nicht so mobilen Gefährten nach hinten in den Raum zu bringen und nehmt die Laterne mit.
Wir haben nur noch zwei. Also nehmt eine der Laternen mit. Gut, ja, die Leute nicken und ja, fangen an, die Sachen und die Überlebenden zu packen und nach hinten zu bringen. Ich nehme an, das etwaiges Gepäck würden sie auch mitnehmen, hoffe ich. Genau. Einzig Khajiit rührt sich nicht von der Stelle. Na klar. Und ja, Staryun steht auf und krempelt so schon mal ein bisschen die Arme hoch. Mhm. Der will scheinbar Richtung Treppe. Mhm. Nimru würde Richtung Dartan gehen. Mhm. Und ihn nochmal leise sagen, ich bleib hier. Ich helfe. Lieber auf Abstand. Wir gehen alle auf Abstand. Nur einer ist oben, der dort das Geröll löst. Dann gehe ich dort andere Seite Treppe. Nicht da hinten hin. Kann nicht helfen, wenn hier alles vollschüttet ist. Retzan mit seiner Laterne in der Hand kommt dazu, weil der war ja in der Nähe von Nimru und sagt, ich bin noch nicht fertig bei dir. Also komm mit und hilf uns, die den Raum vorzubereiten, eventuelles Geröll beiseite zu räumen, dass die Verletzten dort liegen können. Und dann bearbeite ich deine Arme erstmal noch weiter. Wenn Dartan sagt, dass er deine Hilfe hier gerade nicht braucht, dann brauchen wir deine Hilfe im schlimmsten Fall dort hinten. Nimru schaut sich das nochmal an, sieht sehr zweifelnd aus und sagt dann leise zu Dartan, beugt sich nah ran und redet recht leise. Aber wenn Gang verschüttet, wohin ganzes Geröll? Dann werden wir den Brunnen aufmachen. Der Brunnen hinten in dem Raum, der ist über dem Schacht, durch den wir tauchen mussten. Ich weiß, ich habe von unten gegengeschlagen, ist fest. Das stimmt. Aber Dartan überlegt. Nun, Dartan sagt, wenn dort Geröll herunterkommen sollte, müssen wir ja im Prinzip nur uns genügend Platz machen, dass wir wieder zur Treppe hinkommen. Denn die sollte dann ja frei sein. Im Idealfall, richtig. Ja, wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du ja gesagt, dass da oben so wenig Geröll ist, dass du bereits durchschauen konntest. Ja. Das kann dann hier ja nicht diesen ganzen Raum ausfüllen. Ja, da, du siehst so ein Zweifel in Dartans Gesicht, der sagt, ja. Wenn mach zur Not eine Menschenkenntnisprobe, du siehst Retzern mit einem eindringlichen Blick nicken und so. Er hält quasi die Hand, in der er nicht die Laterne hat, hält er vor seine Brust, sodass sie also quasi zwischen dir und ihm ist und deutet mit dem Daumen so nach hinten, wo die Adligen sind. Mhm. Oder überhaupt alle, die hier so am Rande sind. Gerade ist Gewusel hier unten, es achtet keiner jetzt explizit auf euch. Die sind jetzt damit beschäftigt, alle Leute nach hinten zu bringen. Ja gut, aber das sieht Retzan ja nicht, der hat den Rücken zu denen. Ja. Der geht davon aus, dass sie wie bislang immer an Dartans Lippen hängen, wenn der den Mund aufmacht. Mhm. Toll. Dartan überlegt kurz, nickt dann und sagt, ja, es ist zumindest an einer Stelle da oben, dass der Geröllpfropfen jetzt nicht so groß. Mhm. Man kann den Raum dahinter erahnen. Es ist ein größerer Hohlraum hinter den Spalten. Und wenn wir ein kleiner Käfer wären, könnten wir jetzt auch ohne neue Steinlawine da durchkrabbeln. Nun, dann. Nimru würde bei diesen Worten einmal hochgehen und sich das angucken wollen. Ja, da oben ist ja immer noch Saladin und hat noch eine Lichtquelle. Nee, Saladin ist mit runtergekommen. Ach so, ja, dann. Das ist nur so dargestellt im Talespider. Ah, okay, ist stimmt. Absolut dunkel. Richtig. Ja, dann musst du dir eine Lichtquelle organisieren. Daran hat keine. Lässt Retzan Nimru ganz normal aufstehen, oder? Na, aufgestanden ist sie ja schon längst. Wir unterhalten uns da ja im Stehen. Aber Retzan würde sie jetzt nicht, er hat sie jetzt nicht an der Leine, also er hält sie jetzt nicht auf. Er würde nur an Dartan gerichtet sagen, dann beten wir zu den Zwölfen, dass sie all die Anstrengungen und Strapazen, die wir bereits hinter uns haben, damit belohnen werden, dass sie uns nicht noch zusätzliche Blockaden in den Weg legen. Mhm. Okay, dann nimm Ruhe, brauchst du eine Lichtquelle, sonst siehst du da oben nichts. Ja, würde. Wer hat gerade eine in der Hand? Saladir? Saladir und Retzan. Retzan. Genau. Und Retzan. Nimru würde von Saladir einmal zu Saladir sind und auf die Lampe deuten. Darf ich kurz?
Ja, natürlich, dann reiche ich dir die Lampe. Und dann einmal nach oben gehen, sie würde nichts anfassen, aber sie würde sich die Sache angucken, wie groß das Loch ist, was man da schon sehen kann, was man dahinter sehen kann. Mhm. Ja, also, ja, du guckst so ein bisschen da durch und ja, du siehst, das ist halt wirklich, ein kleiner Käfer würde halt durchpassen. Nein, damit kommst du nicht durch, mit dem, was du mir gerade geschrieben hast. Dafür ist es zu klein. Also da würde wirklich nur ein Käfer durchpassen. Also man kann da hinten halt einen Raum erahnen. Aber es ist auch zu dunkel, dass du da jetzt wirklich sagen kannst, okay, dahinter ist nach 2 Metern eine Wand. Dafür ist es zu dunkel. Man kann halt erahnen, dass es ein größerer Raum ist. Und ja, du kriegst nicht mal deinen Arm durchgestreckt, sag ich mal so. Langen Hände, mit denen könntest du versuchen, einmal durchzugreifen, ja. Das ist halt, wie gesagt, das ist ungefähr so dick wie ein Arm halt, das Loch. Das. Aha. Okay, dann würde sie wieder nach unten zu Datan gehen und Datan und Rätseln, also erstmal soll er dir die Lampe wieder in die Hand drücken, sich bedanken. Der wird die nehmen und nicken. Habt ihr irgendwas gesehen? Und Datan gesehen? Und Rätseln noch mal ein bisschen zur Seite ziehen. Mhm. Und ziemlich nah an beide rankommen und denen was erklären. Aha, was denn? Ich kann magisch machen Hände sehr dünn. Sehr biegsam. Biegsamer als normal möglich. Ich kann auch durch kleinere Lücken durch als ich danach aussehe. Datan hört ihr gebannt zu. Und ich habe zwar nicht mehr viel Kraft, aber ich könnte zur Not auch kurz machen, bisschen Licht. Mit Flamme über Finger. Und falls das irgendwie hilft. Hm. Vielleicht, wenn wir einen Teil der Steine gelöst haben und das Loch für uns noch nicht reicht. Hm. Wenn man nicht drücken kann von dieser Seite gut. Hm. Vielleicht ich kann drücken von dieser Seite gut, das fällt in andere Richtung. Also, dass du das Geröll auf der anderen Seite des Zugangs im Raum herumschiebst. Hm. Dass ich quasi drücke in den Raum rein. Damit Loch größer ist, wenn es sonst verkeilt ist in unsere Richtung. Kannst du das denn mit einer Hand? Oder also sagt er an Nimru gerichtet und blickt gleichzeitig auch auf Datan, weil er selbst war ja nicht oben, er hat das Loch und die Steine nicht gesehen. Noch nicht wirklich probiert, aber ich habe schon hingekriegt, Hände klein machen kleiner als Loch, um zum Beispiel Nüsse aus Hörnchenhöhle zu holen. Datan wirkt fasziniert ein bisschen, aber auch irgendwie ratlos und sagt, wir wissen nicht, wie viel Platz hinter der Verschüttung ist. Und man kann nie genau sagen, wie so ein Steinschlag sich entwickelt, wenn man da einen Stein rauszieht oder den anderen und dann rutscht es irgendwie nach. Das kann alles viel besser werden danach, es kann aber auch schlimmer werden. Außerdem wissen wir nicht, und ich sage das ist leise in Richtung Retzan, wie viel Trümmer noch direkt über uns liegen, die wir gar nicht sehen und erahnen können. Wenn da halb Arivor oben drauf liegt, dann können wir unten nachrutschen lassen, solange wir wollen. Das wird nichts helfen. Retzan nickt bedächtlich und sagt an Nimru gerichtet, außerdem, wenn sich dann das Geröll verschiebt, hast du deinen Arm dazwischen. Du sagtest, es ist biegsamer als sonst, aber wenn da 2 Steine direkt aneinander rutschen, den Rest des Satzes lässt er unvervollständigt. Dafür fügt Salah dir ein, ihr könnt dann nicht wegspringen. Ich wollte nur anbieten, ich auch stark. Ja, aber du hast eben sehr viel geleistet. Ruh dich noch etwas aus. Ich werde versuchen, ein Loch zu schaffen. Und wenn es für uns zu klein ist, dann können wir immer noch darüber nachdenken, ob du dich vielleicht durchzwängen kannst.
Was Retzan an Dartan und auch Saladier gerichtet dann fragen würde, würde es sonst vielleicht helfen, wenn halt eine Lichtquelle auf der anderen Seite des Gerölls ist? Oder zumindest, wenn es zu so einer Situation käme, dann könnten wir auf die Idee zurückkommen. Ja. Dass Nimru halt nichts verschiebt, aber halt dort ein Licht entzündet. Richtig. Ich denke, wir sollten im Moment, da wir unten noch über recht viel Platz verfügen, also es ist nicht so viel, wie man haben möchte, aber es ist auch nicht so wie auf diesem Treppenabsatz, dass wir zumindest einen Rutsch wagen sollten, um zu schauen, ob danach sich unsere Situation schon vielleicht verbessert hat. Wenn wir dann feststellen, hier unten ist alles voll und mehr Platz haben wir nicht und es ist genauso wie vorher, dann müssten wir uns alternative Sachen überlegen. Ich wollte nur alternative Sachen bekannt geben. Das ist sehr löblich, sagt Dartan an Nimro gerichtet. Und, ja, auch, und auch möglicherweise Netzan. Auch sehr hilfreich. Ja, aber wir sollten uns derlei noch aufheben. Vielleicht brauchen wir es ja nicht. Wenn wir Glück haben und es wird hier ein Loch geschaffen durch den Rutsch, das etwas größer ist als Freund Rufus, Dartan liegt in Richtung Rufus, der bestimmt da irgendwo rumschauwenzelt, dann könnte das für einige von uns schon reichen, durchzuschlüpfen und dann sehen wir weiter. Es kann ja auch gut sein, dass wir es noch an anderer Stelle brauchen. Dartan nickt leicht. Ja, Saladier schließt sich an. Schont erstmal eure Kräfte. Wenn wir sie gleich noch brauchen, können wir immer noch darauf zurückgreifen. Ratzan wirft einen Blick über die Schulter, ob die verletzten abfahrtbereit sind, sozusagen. Ja, die U-Bahn fährt gerade ein, ja. Und genau, die U-Bahn fährt gerade ein. Nein, also ja, die Adlinge haben sich alle hinten versammelt. Einzig Sayun steht noch bei euch, weil der, ja. Ja. Sein letzter Stand war, dass er da oben die Steine wegräumt. Genau, den würde ich jetzt... Ja, oder? Dann greift nur kurz, dann könnt ihr hier in Ruhe schalten und walten. Dann legt quasi Retzan Nimru eine Hand an den Ellenbogen, so als Signal, dass... Also, ne, so in Anführungszeichen, dass er es greift, aber halt nicht mit Kraft und festhält, sondern einfach nur, dass wenn er jetzt losgeht, sieht es... versteht, dass er will, dass sie mitkommt und würde sich dann in Bewegung setzen und noch denen, die hier verbleiben, dann also sagen, Isinde, Ingrim und auch alle anderen der Zwölfe mögen euch alles Glück bescheren. Gut. Was macht denn mit Khajiit? Der sitzt immer noch im Schneidersitz nahe der Treppe. Nimru würde, bevor sie losgehen, noch mal kurz gucken, wer da jetzt noch liegt, ob sie wen mittragen könnte. Leopold. Und der Einzige, der noch da ist, ist Khajiit, der im Schneidersitz da ist. Ah, ist ja. Der Jun, der sich die Augen. Ja, er macht langsam wieder die Augen auf und kommt wieder zum Bewusstsein. Und Rufus. Okay, gut, du unterbrichst also deine Meditation und... Okay. Nee, unterbrechen nicht, aber ich würde sie abschließen wollen. Dafür ist die Zeit zu knapp gewesen. Mach weiter. Es nutzt jetzt nichts. Ich sehe Khajiit dort sitzen. Mhm. Klopfe auf dem Weg zu Khajiit, Nimru klopft Staiun nochmal auf die Schulter und sagt, viel Erfolg. Er nickt. Und dann hat würde sie immer. Sich ja. Khajiit irgendwie schnappen, so unter den Achseln einmal durch von hinten und die Füße schleifend dann mitnehmen. Ja, okay. Die Füße hebt Retzan dann so mit der freien Hand noch an, dass zumindest das Schuhwerk nicht noch mehr als unbedingt notwendig in Metall. Okay, dann mach mal bitte eine Kraftaktprobe. Nimm um 2 erschwert und Retzan um 1 erschwert. Oh Mann. Du willst, dass ich eine Kraftaktprobe mache, damit ich jemanden an den sind die so schwer jetzt, aber nehme und seine Schuhe anhebe. Wenn er die Schuhe noch anhat, musst du auch sein Körpergewicht tragen. Ja, das meiste trägt doch Nimru. Ich wollte gerade sagen. Also. Er verbraucht euch keine Kraft. Also, ich sag mal so: wenn du jetzt sagst, dass Khajiit plötzlich Stahlschuhe hat, dann gibt Retzan sich die Anstrengung nicht, dann schleifen die halt über den Boden. Meine Güte. Er sitzt halt im Schneidersitz dort. Also, da musst du auch seinen Körper mit hochtragen. Und Nimru hält ihn halt an den Armen und zieht ihn da hoch, aber. Eine kleine Kraft. Der bleibt im Schneidersitz, wenn Nimruin da anhebt. Der ist komplett starr.
Warum haben wir ihn nicht einfach in seiner Meditation irgendwie an Seile gespannt? Ach so, der ist komplett starr. Der ist komplett starr. Warum haben wir ihn nicht einfach an Seile gespannt und als Gondel benutzt, wenn das so super funktioniert? Also, wenn er komplett starr ist, würde Nimro natürlich versuchen, den gesamten Kaji zu heben. Ja. Da schmerzen deine Arme zu sehr. Das kriegst du momentan nicht hin mit der Qualitätsstufe von 1. Du kriegst ihn zwar hochgehoben, aber er würde mehr über den Boden schleifen, als dass du ihn trägst. Slayon, kannst du mal bitte helfen? Ich deute auf die Steine oben. Ja, gleich. Moment. Erstmal muss der Magier, der macht hier irgendwas. Der ist nicht ansprechbar. Der muss irgendwie hintergeschafft werden. Sie zieht ihn doch. Passt doch. Nimru würde, wenn sie merkt, wie scheiße das funktioniert, sie wollte ihn schon ganz hochheben, würde sie natürlich nochmal versuchen, den Griff etwas anders anzusetzen, weil sie hat gedacht, dass die Beine gleich runterfallen und hinterher schleifen können. Wenn die das nicht tun, würde sie ihn quasi so im... Ja, ihr wisst schon, wie man so Bräute über die Schwelle trägt. So würde sie versuchen, diesen Magier hochzuheben. Wie viel Abzug darf ich dafür ansetzen? Wie viel wiegst du? 80, ne? Nein, nicht ganz so viel. 76, glaube ich, waren das. Ich schau mal nach. Ist auch schon gut, ey. Nimro hat eine Körperkraft von 15, 78. Sie wird es versuchen. 78, ja, dann machen wir um 4 erschwert. Deine Kraft als Probe. Gut. Nein, wenn ich nämlich keine 17 und 19 würfel, funktioniert das auch. Okay, du schleppst also Khajiit wie eine Braut, die halt im Schneidersitz sozusagen noch ist. Also wie ein Kartoffelsack. Eine Braut im Schneidersitz. Das war der Episodentitel. Khajiit, deine Arme schreien förmlich, das ist doch ziemlich anstrengend, aber du kriegst es trotzdem hin. Ja, es wird leise geflucht in ihrer Muttersprache. Und die mal wieder kein anderer versteht. Klingt ein bisschen hart. Gut, so. Das heißt, ja, nur noch Stayun und Rufus sind jetzt unten am Fuß der Treppe, zusammen mit Saladier und Data. So. Er ist ganz dann auch mitgegangen, genau. Dann würde Saladier sagen, ich bringe Rufus eben noch weg. Retzan, bitte lass deine Laterne hier. Wer auch immer hier arbeitet, braucht Licht. Die zweite hat Saladier. Ja, die zweite hat Saladier tatsächlich. Dann Saladier. Ja, Saladier geht nur schnell Rufus und sein Gepäck auch nach hinten bringen. Ja, also ich glaube, ich gehe davon aus, dass das ganze Gepäck jetzt hinten ist, inklusive Hellebarde und allem, was da so rumlag. Genau. Und Yuko. Ja, Yuko ist auch Gepäck, genau. Genau, ja, ist alles hinten. Wie gesagt, als Personen sind nur noch eben, wie gesagt, Stayun und Rufus da und halt von den Spielern, die noch da sind. So. Dann, also Retzan geht dann auch hinter, habe ich gelernt, und dafür kommt Saladier wieder nach vorn. Mhm. Genau. Und Rufus würde ich nur nach hinten schicken, der kann sich ja von Yuko knuddeln lassen. Mit dem hat er ja in der ersten Höhle schon mal Freundschaft geschlossen. Ja, suche ich gerade. Wo ist denn hier? Wo ist denn Saladier eigentlich? Also ich sehe eine Dunkelheit, keine Ahnung. Er ist noch oben. Kannst die Leute ruhig da oben erstmal so stehen lassen, wie sie da sind. Na gut. So, dann täte ich Seyun den Plan erklären. Er sagt, Seyun, pass auf. Ich leuchte von unten. Saladier löst mit meinem Brecheisen, das ich mir aus meinem Gepäck hole und griffbereit habe, einen der Steine. Und wir zwei sind hier in zweiter Reihe. Und dann werden zwei Dinge passieren. Also dann gibt es zwei Möglichkeiten, so rum. Erstens, Saladier schafft es schnell genug vor der Lawine hier unten zu flüchten. Dann weichen auch wir beide zurück und gucken, wie sich die Steine neu fügen. Oder Saladier wird verschüttet und dann brauche ich euch, um ihn da rauszuarbeiten. Und im besten Fall schafft es Saladier, vor den Steinen hier unten zu sein. Dann lassen wir sich den Staub legen und dann gucken wir, was wir zur Seite räumen müssen. Das war an Stayun gerichtet. Also natürlich an dich auch, klar, aber du kennst ja deinen Plan schon grob. Er nickt und gut, dann also muss nur der Hämpfling aufpassen, dass er nicht von einem Stein erschlagen wird. Richtig, richtig. Wir auch. Genau. Und ihr müsst mir zeigen, welche Steine ich lösen kann, denn davon habe ich nicht wirklich Ahnung. Ja, da würde... Den Erstbesten. nein, nicht ganz so. Dathan würde nochmal nach oben gehen und dir einen Rat geben, welchen Stein er dann für sinnvoll hält. Also einen wagengroßen Stein wirst du dann nicht nehmen, sondern einen, der irgendwie ein bisschen kleiner ist. Dann bitte Steinbearbeitung. Ich habe da vorhin schon gewürfelt. Oh Mann. Ja.
Hat uns die Dottora was gewiesen, dass wir da irgendwie eine Erleichterung haben, oder? Nee, wir haben ja da oben sie wollte, aber dann seid ihr erstmal alle runtergegangen und habt erstmal alle Leute verteilt. Sie hat ja dann nichts anzeigen aber dann können. Würde es ja Sinn machen, die auch nochmal zurückzurufen, weil die ja Ahnung hat. Die wollte, die hat ja auch gesagt, sie zeigt nochmal, wo ja, wir lösen müssen. Jetzt gerade will Dathan es machen. Also Dathan, bitte. Ja, ich bin der Ansicht, die hat mir was gesagt, aber wenn sie... Gut. Handwerk. Du musst nur besser würfeln als ich gleich. Guck mal, ich verstehe doch was davon. 773. Jo. Gut, ja, du zeigst ihr der Stein, der Stein, der Stein und der Stein. Also vier Stück zeigst du ihr. Ja. Wenn sie die löst, dann ist die Chance, dass eine Lawine losgetreten wird, nicht so hoch. Und ihr könnt die Steine trotzdem dadurch wegkriegen. Ja, und wenn einer kommt, dann stiften gehen. Genau. Und wenn du in der richtigen Reihenfolge drauf tippst, dann öffnet sich auch der Weg zur Winkelgasse. Genau. Nee, dafür muss er noch einen Zauberspruch sagen. Aber, so, dann gebe ich Saladier das Brecheisen. Mhm. Und kann ich denn mit der Laterne in der Hand von unten ihm irgendwie so strahlmäßig da ein bisschen leuchten? Weil er wird, wenn er flüchten muss, die Laterne nicht mitnehmen können. Saladier, du hast Dunkelsicht, ne? Ich hab Dunkelsicht, ja. Dann ja, dann reicht es von unten. Gut, weil dann rennt nämlich Dathan mit der Laterne dann auch in den hinten zum Brunnen, falls es hier gleich eskaliert. Und der Jun. Zum Brunnen ist zu weit, du musst am Fuß der Treppe stehen. Ja, nein. Dathan steht am Fuß der Treppe, leuchtet. Wenn es eine Lawine gibt, dann wird Saladier das hoffentlich zuerst bemerken, sich umwenden, hoffe ich auch. Die Treppe runterrennen und dann würden auch Dathan und Steyun sich umwenden. Also Dathan würde noch Steyun irgendwie gegen die Schulter hauen, von wegen jetzt hier weg. Und dann rennen wir alle drei, inklusive Brecheisen und Laterne im Idealfall, nach hinten und lassen erstmal Dinge geschehen. Mhm. Das ist der Plan. Mhm. Okay, dann lass mich nur kurz mal hier. Ich denke, es ist auch besser, wenn Saladier seine Laterne tatsächlich nicht direkt hält, weil ja. Die geht im Zweifel nur zu Bruch. Genau, und du brauchst das, vielleicht wir haben auch, nicht mehr so viele. Vielleicht brauchst du auch zwei Hände, um das Brecheisen irgendwie anzusetzen oder so. Ne? Ja, Brecheisen mit zwei Händen, richtig. Ja, ich würde dir auch sagen, legt alle Waffen und Bögen ab. Ja, ja, die das irgendwo ist, ich hab, hängen ich bleiben mein könnten Gepäck, oder so. Mein Gepäck ist komplett, also auch inklusive der langen Waffen und allem, tatsächlich erstmal hinten im Raum. Das wird was mich mit deiner garantiert. Rüstung? Die habe ich an. Yes, sir. Okay. Dann würde Dada noch sagen, wollt ihr noch den Helm aufsetzen, den Nimro gefunden hatte? Ich denke, der behindert mich nur. Gut. Okay. Gut, das heißt, unten sind jetzt nur noch an dem Fuß der Treppe Steyun und Dathan. Genau. Und oben an der Treppe ist Saladier mit einem Brecheisen. Und Steyun habe ich den Plan erklärt, den ich gerade... Genau. Ja? Okay, da hat es verstanden. Okay, gut. Ja. Glaubst du zumindest. Naja, okay, aber ich habe es ihm gesagt und er macht den Eindruck, dass er da nicht wie eine Ölgötze stehen bleiben wird. Nö. Gut. Ja, dann wäre Saladier soweit, dass er es versuchen könnte. Aber ich glaube, wir machen einen schönen Cliffhanger jetzt. Mhm. Hm? Bietet sich an. Ja. Gut. Dann, ich nominiere eine Braut im Schneidersitz als Episodentitel. Ich finde das super. Könnt ihr das überbieten? Nimm das passt einfach so toll rein, weil das sich niemand, der diesen Titel liest, irgendetwas vorstellen kann, was in dieser Episode passiert. Ja, genau. Vor allen Dingen, die waren in einer Käferhöhle und Abgrund und ein halbes Gepäck weg und jetzt eine Braut. Was? Genau, nimm das. Ja, okay. Ja, ihr habt eine verschollene Braut gefunden. Ja, genau. Nein, also liebe Gwirling, falls irgendwer von euch zeichnen kann und davon eine kleine Zeichnung anfertigt, ich wäre sehr dankbar. Ja. Bitte den Bart der Braut betonen. So, okay, gut. Patrick, du noch irgendwas hinzuzufügen? Absolut nicht, das kann ich nicht toppen. Gut, sehr schön. Dann ist die Episode hier mit zu Ende und weiter mit der Braut geht's im nächsten Teil. Bis dahin.